Lange war kein Gast dabei, deswegen rasiere ich heute mit Domi rein. Einsenden unter Instagram einfach Bumsy, Twitter einfach Bumsy oder hier auf YouTube in den Kommentaren. Ich muss schon sagen, der Trick hier wird bei mir auch funktionieren, weil ich auch echt panische Angst davor habe. Zieh mich mit deinen Worten aus. Du hast eine Spinne in deinem BH. Ja, so eine kleine Stadtrundreise wäre doch eine ganz wilde Geschichte mal so nebenbei, oder? Sag mal, was machen wir eigentlich heute Abend? Magst du Barcelona? Ja. Magst du Paris? Oh mein Gott, ja. Ja, perfekt. Dann gucken wir Barcelona gegen PSG. Der Hund hat wahrscheinlich noch eine Menge Training vor sich und für den Kollegen sieht es ein bisschen schwierig aus. Süßen Hund haben Sie da. Das ist unser neuer Drogenspürhund. Aber der ist noch in der Ausbildung, oder? Wie kommst du darauf? Ihr habt euch immer schon mal gefragt, was passiert wäre, wenn eine Frau auf den Mond geschickt worden wäre. Hier seht ihr es. Houston, wir haben ein Problem. Was denn? Ach, ist egal. Nee, was ist denn das Problem? Ach, nichts. Ernsthaft, wir müssen das wissen. Nee, das passt schon wirklich. Ich befinde mich dann wahrscheinlich noch im Stadium 1. Es gibt zwei Stadien im Leben eines Mannes. Erstens, er hat Kondome und Koks im Portemonnaie. Zweitens, er hat Bilder seiner Kinder im Portemonnaie. Ist eigentlich auch eine gute Art und Weise, mit einem Korb umzugehen. Du bist hübsch. Bekomme ich deine Nummer? Nee, sorry. Danke. Wofür? Ja, ich habe meine Tüte vergessen und dachte, besorg mir mal einen Korb. Ohne Scheiß, das wird mein neuer Anmachspruch. Ich kläre sie mir alle. Hast du Lust auf Versöhnungssex? Hä? Wir kennen uns doch gar nicht. Oh, unser erster Streit! Ja, und wenn ihr in den nächsten Folgen gerne mal einen Gast dabei hättet, dann sagt Bescheid und schreibt es mir in die Kommentare.